schön, dass du da bist. Bei uns in der Sendung, die Ärzte aus Berlin bitten zum Interview. Wie sieht's denn aus? Du hast den ganzen Tag Interviews gemacht. Kannst du denn überhaupt noch? 5, 6, 7 hast du hinter dir? Ich kann nicht mehr reden. Ah, das ist schade. Aber wir machen es dann kurz, okay? Ja. Gut. Blümchen, wir haben gehört, dass unser neues Album Runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer dein absolutes Top-Lieblingsalbum of all time ist. Dass du sogar gesagt haben sollst, dass Sgt. Pepper als Maxime für beste Alben abgelöst wird durch Runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer. Also ich habe meine persönliche Runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer gerade aufgenommen. Werden Musiker in Zukunft sagen, stimmt das? Ja, auf jeden Fall. Dankeschön, das ist wirklich lieb von dir. Jetzt ist ja durch die Presse, also nicht nur durch die Teenie-Presse, sondern auch durch die Twen-Presse und durch sogar durch die 30-Year-Old-Press gegangen, dass du ja ein langes, also ich will jetzt nicht sagen eine Affäre, aber ein langes Verhältnis mit dem Unsichtbaren hattest. Jetzt ist meine Frage, bist du nicht ein bisschen jung dafür? Und wie ist dieses Verhältnis mit dem Unsichtbaren dann ausgegangen oder wie steht ihr heute zueinander? Ich zweifle bei dem Typen dran. Ich rechne damit, dass er mich eigentlich nur so ein bisschen verarschen will und frage ihn dann halt, ob seine Liebe auch echt ist. Da könntest du recht haben. Aber dir ging's noch gut. Ja, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht. Eine schlimmere sogar. Wenn nicht sogar schlimmer. Komm, jetzt hör auf, denk nicht mehr an ihn. Ja, du hast gut reden. Du hängst auch noch an dem Unsichtbaren, oder nicht? Am liebsten würde ich jetzt alle rausschmeißen und ihn einfach nur anrufen. Ja, siehste. Okay, aber ich merke schon, das unsichtbare Thema, ich hoffe, da sind wir uns einig, ist vielleicht ein bisschen... Ist jetzt, bringt uns jetzt bisschen ausgebreitet, runter, bringt uns aber nicht weiter. Das fällt davon, wir haben ja auch noch, du weißt, du kennst uns ja, du siehst ja auch jeden Tag Viva, wir haben auch noch das Angler-Magazin, die Ärzte, die Angler-Magazin. Wir können das, dieses Interview nicht verstreichen lassen, ohne dir wenigstens ein paar Fachfragen zum Angeln zu stellen. Ist das okay für dich? Ja. Wir wissen, dass du eine begeisterte Sportanglerin bist, wie so viele Rockstars in deinem Alter. Blümchen, mit welcher Angel pflegst du zu angeln? Also mit, ich habe gehört, eine 19er Rute wird von dir sehr bevorzugt. Außerdem spricht man munkelt ein bisschen in Popkreisen, dass du lieber mit Weißbrot statt mit Lebendköder arbeitest. Ich habe sogar das Gerücht gehört, dass da, wo du angelst, ich will es jetzt mal so sagen, Hochseeangeln, Bela, Rott und ich haben natürlich auch unsere eigene Explosionen zu hören. Man hört da doch was von Dynamit, Fishing und sowas. Blümchen, jetzt pack doch mal aus, wie ist denn, nimm doch mal erzähl Stellung mal, zu den deine Gerüchten. Anglertipps. Ne? Also ich möchte über mein Privatleben nicht zu viel reden, weil dann ist es ja nicht mehr wirklich Frühart. Ach, jetzt machst du ja einen auf Zicke oder wie? Okay. Ja, super. Jetzt haben wir halt einen Sync. Danke, das ist ja toll. Das war's. Das ist ja toll. Danke für das Gespräch. Also damit hat sich das Interview für uns dann nämlich auch erledigt. Dankeschön, Blümchen. Wenn man mit dir nicht über das Angeln reden kann, ja, worüber soll ich dann sonst mit dir reden? Also wirklich. Das war's dann. Da. Blümchens Schuld eindeutig. Ja, wenn sie nicht über das Angeln reden will, tja, okay. Pech gehabt.